müssen, wenn die CD-Verkäufe nicht durch illegale Downloads zurückgehen würden. Und hast du auch nur einmal darüber nachgedacht, dass Madonna sich vielleicht auch ein weißes Kind hätte kaufen können? Wenn die CD-Verkäufe nicht durch illegale Downloads zurückgehen würden. Und hast du auch nur einmal darüber nachgedacht, dass Eazy-E vielleicht nur an AIDS starb, weil Gelder in der Forschung fehlten, die die Musikindustrie in einen besseren Kopierschutz investieren musste, weil sie damals schon wussten, dass die CD-Verkäufe irgendwann durch illegale Downloads zurückgehen werden. Habt ihr auch nur einmal darüber nachgedacht? Unterstützt Tony Black und Massiv! Was in die Luft! Schon einmal drüber nachgedacht, warum gute Musik war unabhängig war von den Dateiformaten. Ist dir klar, dass man auch vor 20 Jahren jedes Album zu hören kriegen konnte, wenn man nur heiß genug drauf war, dass man allen gehört hat. Von Anfang bis Ende, auch wenn ein schlechter Song gestört hat. Dass man selektieren konnte zwischen Mist, einem Klassiker und Mittelmaß ohne iTunes-Playlist. Ist ein hartes Business geworden. Früher hatten sie Woman, heute Torres auf den Ohren. Weil sie meine Mucke saufen kann, schlägt ein Wagen auf und muss jeden Tag zur Arbeit laufen. Sie Tabak rauchen, sie ordnen künstliche Reaktionen. Sie tanken MP3, 80.000 Songs weiter an ihr kaufen, kommt noch kein Kilobyte. Manchmal denk ich an mein Tape-Deck und es kullert eine Träne. Hätte es bloß selbst an die gegeben. Dreh dein iPhone ein Stückchen lauter, nur noch ein Stückchen lauter. Das Hörgerät mit 30 rechnet sich auf jeden Fall. Was dir zu tun, wenn du morgen in der Schule auf die Fresse bekommst? Nur weil der Handy nicht tut, was steht, wenn Mutti dich anruft und Mediamarkt heute schon geschlossen hat. Dreh dein iPod noch ein Stückchen lauter, nur noch ein Stückchen lauter. Lad dir lieber das Buch zum Film als den Film selbst runter. Das Buch hätte sowieso keiner gekauft oder gelesen. Und der Gibson hat dann trotzdem noch genug Geld für sein geplantes Tarnierungslager, was mindestens 4 Arbeitsplätze pro Atom sichern würde. Geh lieber auf Nummer sicher, lad dir nur die Alben von Künstlern runter, die sich kein Anwalt leisten können. Lad dir V-Mann runter, Dilemma runter, lad dir den Retro-Dot runter, aber nie Kanye West. Nie Kanye West, sonst fickt er dich auf Art und Spur. Nie Kanye West, nie Kanye West, and I'm getting stronger. Work it, Retro-Gott, work it. Das war ein Signal. Gib mal her für den Retro-Gott. Haben wir noch ein Video oder kriegen wir...